Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Schminki für dich und zwar habe ich einiges bei Shein bzw. SheGlam bestellt. Das wird ein Fullface SheGlam. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe sau viel bei SheGlam bestellt. Es war, also bei Shein, ne? Wir haben ja normalerweise auch die Kooperation, was Kleidung anbelangt. Aber ich habe bei der lieben Nina, ich verlinke euch hier oben auch mal ihren Kanal, gesehen, dass sie sich Make-up bestellt hat. Und das sah so gut aus. Und da habe ich mir gedacht, komm Claudi, wir probieren das mal zusammen aus. Und es haben ja auch super viele von euch geschrieben, dass ich das mal austesten soll. Hier bin ich! Ja, mein Gesicht ist gepflegt, aber ich habe keinen Primer drauf. Das holen wir gleich nach. Ich habe aber von Shein keinen Primer. Ich glaube, die hatten auch keinen. Deswegen verwende ich hier den Catrice Tensational. Den sieht man auch noch richtig gut, muss man sagen. Geht so, ne? Also das ist mein Daily Use Primer. Und den trage ich mir jetzt einfach mal auf. Sammy ist gerade ganz fasziniert, weil mein Freund hat mir gerade einen neuen Schreibtisch hier zusammengebaut. Ich habe nämlich bei Wayfair bestellt und mir einen neuen Schreibtisch und einen neuen Stuhl gegönnt. Okay, also den Primer habe ich jetzt aufgetragen und irgendwie, oh, ich habe eben auf der Couch geschlafen, deswegen ist mein Gesicht ein bisschen krümelig von Chips krümeln. Ich habe mir auch Tools bestellt von Shein, also quasi die Schwämmchen. Da gab es welche im Viererpack. Ich hatte erst ein bisschen Bedenken, ne, ob das auch wirklich große Schwämmchen sind fürs Gesicht oder ob das nur so kleine Mini-Dinger sind. Nee, das sind tatsächlich, das hier ist jetzt feucht, 4 verschiedene Schwämmchen. Und die habe ich in blau bestellt, weil ich das einfach cool fand. Ich habe, glaube ich, keine so royalblauen Schwämmchen. Gesundheit. Und die sind super weich. Wahnsinn, ey. Richtig, richtig geil. Gesundheit. Und dann habe ich hier die Foundation. Gesundheit. Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Ich hoffe, dass sie nicht wirklich matt ist. Gesundheit. Ich bin mal sehr gespannt. Das Packaging, die Sachen kamen richtig gut verpackt an. Die haben ja auch eine weite Reise hinter sich und ich hatte ein bisschen Angst, dass meine Bestellung vielleicht im Suezkanal stecken geblieben ist, aber ja, sie ist scheinbar durchgekommen. Die Lidschattenpaletten, die waren extrem gut eingepackt. Also da war halt richtig, wie wenn man Möbel bestellt oder Möbel kauft. Da hat man ja manchmal so eine richtig dicke Schaumstoffgeschichte so außen drum zu. Das war halt so richtig Tetris-mäßig aneinander gepuzzelt, aber sehr kompakt, sehr gut. Die Verpackung fühlt sich schön matt an. Ja, die ist jetzt auch hier ein bisschen eingeditscht, aber das ist, finde ich, nicht schlimm. Das hast du auch bei Bestellung. Wow, aus irgendwelchen europäischen Shops. Ist extrem schwer und kommt in einem, Leute, das ist einfach mal so ein samtartiges Säckchen, wo das drin ist. Ich bin gerade so fasziniert. Wahnsinn. Das ist wirklich Glas, Milchglas, mattes Milchglas. Das sieht so unglaublich schön aus. Ich habe die Farbe Fair bestellt. Ich glaube auch, dass das passen könnte. Und hier haben wir den Pumper. Das ist... es ist nicht magnetisch. Ich dachte gerade schon, boah, ist das auch noch magnetisch. Ich habe jetzt hier mein Tellerchen, wo ich jetzt einfach mal die Foundation draufgeben werde, um zu gucken, wie die Konsistenz so ist. Das ist eine relativ dickflüssige, reguläre Foundation-Konsistenz. Riecht nach nichts. Ich habe mir auch ein Pinselset bestellt. Das Pinselset, muss ich gestehen, war jetzt nicht so der Ultraknaller, als ich das eben ausgepackt habe. Ja, es fühlt sich weich an, definitiv. Aber ich glaube, der muss auch so ein bisschen, ne? Das war ja so ein Contouring-Pinsel sein. Aber dafür ist er viel zu weich. Also weich sind die definitiv. Da kann man auch sich nicht so beschweren. Ja, aber das stehen halt schon ein paar Härchen nach oben hin ab. Ist jetzt nicht so das Ultraknaller-Ding. Einen Rabattcode habe ich aktuell, glaube ich, nicht. Aber ich werde demnächst einen bekommen, weil ich habe schon wieder eine weitere Kooperationsanfrage für Kleidung bekommen. Und den könnt ihr dann auch auf die Make-up-Produkte anwenden. Genau, also ich hoffe, dass ich das irgendwie relativ zeitgleich hochgeladen bekomme. Und dann müsste das nämlich, müsste der funktionieren. Ich kann den dann, sobald ich ihn habe, auch mal in die Infobox schreiben. Ansonsten haben wir hier auch noch ein paar andere Face-Pinsel und Lidschattenpinsel. Da kommen wir nachher zu. Aber ich habe hier keinen Pinsel, mit dem ich Foundation auftragen kann. Wenn ich ganz wild bin mit dem hier, ne? Ja, also schön ist es, ne? Das finde ich wirklich schön. Es fühlt sich nicht super Billo-mäßig an, aber jetzt auch nicht so
super hochwertig, vor allem weil hier so diese zu langen Härchen hochstehen. Da muss ich noch ein bisschen dran rumschnibbeln. Den kann ich auf jeden Fall nehmen, um die Foundation erstmal so auf mein Gesicht zu geben und sie grob zu verteilen. Das ist sogar ein ziemlich gutes Farbmatch, wenn ich das mal so sagen darf. Da habe ich sie jetzt aufgetragen und ich habe sie noch nicht den Hals runter verblendet, aber es geht in eins über. Also das passt sehr, sehr gut. Ja, und jetzt nehme ich mir das angefeuchtete Schwämmchen und arbeite die Foundation mal in mein Gesicht ein. Das ist mega. Also, ne? Medium Deckkraft, weil man sieht hier noch Sommersprossen, man sieht hier noch meinen roten Punkt, man sieht Muttermale. Aber schön angeglichen, angeebnet. Das macht schon mal einen guten Eindruck. Jetzt machen wir mal die andere Seite. Wenn ich das auf den Verpackungen richtig gesehen habe, sind die Produkte so gut wie alle in Hongkong hergestellt. Und ich glaube, Hongkong ist nochmal so eine spezielle Zone, wenn man das so sehen möchte. Ich muss nochmal recherchieren, ob die Produkte wirklich jetzt cruelty-free sind oder so. Es ist so, dass ich mich jetzt nicht fühle, als würde ich mir irgendeine Billigschminke aufgeben, obwohl die Produkte recht günstig waren. Also bei der Foundation merkt man sowas recht schnell vom Duft her, von der Konsistenz und so. Und das fühlt sich gerade sehr angenehm an. Ich merke nicht, dass ich Foundation auf dem Gesicht trage. Mega. Und die soll wasser- und schweißresistent sein. Die ist parfümstofffrei. Und da ist irgendwas mit drin, was so ähnlich wie CBD-Öl sein soll, steht hier auf der Verpackung. Lightweight on the skin, definitiv. Semi-matt. Ja, es ist nicht totmatt. Fancy, fancy, fancy. Die kann ich auf jeden Fall schon mal jetzt so in der ersten Anwendungsgeschichte empfehlen. Definitiv besser als viele andere High-End-Foundations, die ich getestet habe bislang. Das ist in so einer, das ist unglaublich, ne? In so einem kleinen Täschchen kommt. Krass. Oh, Käse. Dann kommen wir zum Concealer. 12 Stunden Full Coverage Concealer. Und das ist dieser hier, auch der in Hongkong hergestellt. So ein holographisches Verpackungsdesign. Ich habe die Farbe Cotton Candy. Schöne Verpackung. Das ist jetzt nicht so super hochwertig wie bei der Foundation, muss ich sagen, ne? Das ist dann eher Plastik, so fühlt es sich halt an, aber jetzt nicht so extrem billig. Kein Duft. Könnte farblich was werden. Arbeite ich mir jetzt mit dem Schwämmchen einfach mal so ein. Leute, der deckt ja fast meinen roten Punkt ab. Krass. Also das ist schon mal eine ordentliche Deckkraft. Aber auch nicht zu intensiv. Also das ist, macht so ein, also das ist jetzt hier keine bezahlte Geschichte, keine Kooperation, kein nix, ne? Das ist jetzt einfach nur meine pure First Impression Begeisterung. Schön. Also jetzt so, ne, in einer Schicht, alles tutti, da muss ich jetzt nicht, also kann ich mich nicht beschweren. Ich mache jetzt, weil ich jetzt sowieso ein bisschen mehr heute drauf haben möchte, hier noch ein bisschen mehr Concealer drauf. Hier unten, meine Rötung hat die Foundation eigentlich schon mal ganz gut abgedeckt, aber ich gebe mir noch ein bisschen zusätzliche Deckkraft drüber. Highlighten kann ich jetzt, glaube ich, nicht wirklich mit dem Concealer, weil er mir dafür ein bisschen zu dunkel ist. Aber das ist ja meine eigene Auswahl gewesen. Leute, auch von Namen betrachtet sieht das Ganze echt gut aus. Die sitzt super angenehm auf der Haut. Die Foundation, der Concealer, das sieht auch alles echt harmonisch aus. Hat eine schöne Deckkraft, ein schönes Finish gegeben und man sieht jetzt nicht auf den ersten Blick, dass ich irgendwas auf dem Gesicht trage, ne? Also keine Foundation oder Concealer. Sieht alles einfach flawless, angeebnet, perfektioniert aus und das gefällt mir wirklich gut. Ich bin gespannt, wie jetzt noch die weiteren Produkte sich verhalten werden, aber das war jetzt schon mal ein guter Start. Einen konkreten Bronzer habe ich so nicht bei Shein gefunden, aber man muss ja auch bedenken, dass da ja auch eher so in die asiatische Richtung gedacht wird. Und asiatisches Make-up ist jetzt nicht so bronzy, aber ich habe ein Produkt gefunden, das ist der Soft Shape Contouring Stick in der Farbe 103 Espresso. Den habe ich hier und auch hier haben wir wieder ein schönes matt-schwarzes Verpackungsdesign. Also toll, ne? Und was ich hier bei dem hier ganz witzig finde, aber ich werde es wahrscheinlich eher weniger verwenden, ist, dass der auf dieser Seite, Entschuldigung, ich habe euch getreten, so ein Pinsel hat, um das so richtig einzuarbeiten. Ich finde solche Pinsel eigentlich cool, aber man kann sie nicht waschen. Also ich kriege das Ding ja nicht gewaschen. Und dann werde ich das auch, glaube ich, eher weniger verwenden. Aber es ist richtig geil, dass es mit dabei ist, ne? Hier haben wir dann den Contouring Stick. Arbeite ich ja eigentlich nicht so wirklich mit. Schön in die Haare rein. Das ist immer eine gute Idee, Claudia. Muss man ja sagen. Ich bin keine Kontur-Queen. Das sieht jetzt schon mal crazy aus. Okay, Pinsel nehmen, einarbeiten.
lässt sich verblenden. Das ist schon mal positiv. Hat das mit der Nase jetzt was gebracht? Ich weiß das nicht. Ich bin halt kein Nasekonturiermensch. Ich mache mir da immer sehr grobmotorisch Bronzer an der Seite. Ne? Gefällt mir. Ne? Ja. Jetzt möchten wir das Ganze aber trotzdem so ein bisschen setten, dass alles auch an Ort und Stelle bleibt, sich nicht jetzt irgendwie groß verschiebt. Und da habe ich das Baked Glow Setting Powder. Und ich fand es einfach so geil, dass wir endlich mal hier so ein Puder haben, was so ein bisschen in diese Catrice Glow Illusion heißt das von Catrice. Translucent ist die Farbe. Und da ist auch noch in dieser Verpackung so eine Innenverpackung, dass nichts kaputt geht. Kommt super schön an. Ist ein loses Puder. In der Farbe Translucent. Hat hier auch noch so ein Puffelchen-Ding dabei. 100% talgfrei. Das reflektiert das Licht. Airbrushed Finish. Flawless. Eine Soft Glowy Texture. Soll blurren, also auch die Poren minimieren, hat sie gesagt, genau. Feine Linien sollen damit kaschiert werden. Falten. Oil Control. Und ohne, dass es irgendwie cakey aussieht. Bin ich sehr gespannt. Ich habe jetzt hier einen Pinsel, den ich dafür erstmal verwenden werde. Das ist so ein, der sieht richtig fancy aus, ne? Geht vorne so spitzer zusammen. Und wir schauen uns mal hier das Puder an. So sieht das aus. Das sieht gut aus. Fühlt sich echt weich an. Okay. Okay. Angenehm. Oh, das kommt auch schön fein da raus. Also da muss ich nicht viel Rampampam machen. Oh, es ist fein. Guck mal, wenn ich da reingehe, dann den Pinsel abklopfe. Huch, das war ein Fehler. Aber halt so, ne? Ist riesig. Oh, ganz vorsichtig. Ich habe vergessen, dass mein Tisch höher ist als der, den ich vorher hatte. Aber gut, habe ich jetzt auf dem Pinsel drauf. Und das gebe ich mir unter die Augen. Ah, okay. Warte. Erstmal crease der Concealer schon mal ein bisschen, was aber normal ist. Da muss ich kurz nochmal mit dem Schwämmchen drüber gehen. Aber dieses Puder hat tatsächlich auch einen Schimmer mit drin. Eieiei. Nee, das ist nicht so wie das Catrice Glow Illusion Puder, weil hier hast du groben Glitzer mit drin. Und dann glitzerst du halt im Gesicht. Das möchte ich eigentlich nicht. Und das war ein Reim. Okay, dann machen wir die andere Seite aber trotzdem. Egal, dann sehe ich halt heute aus wie ein Vampir im Tageslicht, wie ein glitzernder Mensch. Das gebe ich ganz, ganz, ganz vorsichtig über mein ganzes Gesicht. Nicht nur, weil da halt wirklich auch diese Glitzerpartikel mit drin sind, sondern auch, weil ich Angst habe, dass es mich dann doch vielleicht ein bisschen zu weiß macht, weil unter den Augen wird es schon sehr, sehr hell, ne? Der Pinsel hilft mir dabei eigentlich ganz gut und ich möchte ja auch meine Kontur behalten, weil der Pinsel ist sehr, sehr fluffig, wie ihr wahrscheinlich gerade seht, wenn ich das so auftupfe. Der geht halt so richtig mit. Hier riecht auch nichts merkwürdig. Das ist auch mal eine ganz interessante Geschichte, weil ihr habt jetzt hier kein Geruchs-YouTube. Die Produkte scheinen wirklich parfümstofffrei zu sein, alle so bislang verwendeten drei. Vier. Fünf. Sechs. Doch, ein paar mehr. Aber es macht einen Weichzeichner-Effekt. Meine Base sieht richtig schön aus. Der Bronzer kommt auch noch weiterhin durch, was ich schön finde. Und alles ist jetzt so weit gesettet. Ne? Und jetzt, ja, diesen ganz krassen Glitzer, den sieht man jetzt auch nicht so. Ich hatte das eben nur, als ich so ganz nah an mein Gesicht gegangen bin und unter meinem Auge halt relativ viel aufgetragen habe, dass ich hier voll die Glitzerparty hatte. Aber so sanft aufgetragen macht das ein schönes Finish. Kommen wir zum Blush. Blush ist immer eine ganz schöne Geschichte, das macht alles ein bisschen frischer. Lightweight Matte Blush habe ich hier. Das ist so eine rose goldene Verpackung. High and Dry habe ich mir als Farbe ausgesucht. So schön Rosé-Gold. Lightweight Matte Blush. Jo. Hat auch sogar einen Spiegel mit drin. Wahnsinn. Echt. Ne? Und das hat auch ein richtig schönes Pressing. Oh, das riecht nach nichts. Also ich muss gestehen, dass manchmal sogar Essensprodukte mehr riechen, als ich jetzt so in der Nase habe, weil ich habe nichts in der Nase. Ich nehme jetzt hier auch wieder den Pinsel, den ich zum Abpudern verwendet habe, aber vorher swatchen wir das. Fühlt sich gut an. Bisschen trocken, aber es ist halt ein matter Blush. Ne?
sieht sehr pinky aus. Ja, da hatte ich ein bisschen Probleme, auch mir überhaupt Farben auszusuchen, weil ich das recht schwierig fand, muss ich gestehen. Der ist sehr intensiv pigmentiert, wie ich gerade an meinem Pinsel sehe, deswegen klopfe ich das so ein bisschen ab und trage mir das hier einfach auf. Oh, der verschmilzt gerade richtig schön mit meiner Base. Kann ich jetzt aber doch ein bisschen mehr aufbauen. Er leuchtet schön, aber jetzt nicht so intensiv. Doch, das gefällt mir. Also durch dieses Puder, was ich drunter habe, und ja, auch der Tensational Primer von Catrice ist ja auch ein bisschen shiny piny, habe ich da schon einen ziemlichen Glow, obwohl es ein matter Blush ist. Aber alles schön verschmolzen. Es sieht jetzt super natürlich aus und überhaupt nicht so künstlich, wie man das sonst vermutet hätte. Ich glaube, so viel wie ich dieses Mal rede, wird das Video ganz schön lang. Aber Leute, ich habe euch ja unten immer diese, hier in dieser Leiste, hier könnt ihr mal gucken, die Timestamps reingesetzt, dass ihr wirklich zu jedem Produkt springen könnt. Das habe ich verbunden mit den Links unten in der Infobox und so, also dass ihr dann quasi entweder, wobei eigentlich geht das, du gehst in die Infobox und da kannst du quasi rein, ne? Aber hier kannst du dann auch quasi dich weiterklicken. Ich habe mir gedacht, das ist ganz cool, habe ich mir die letzten Male so angewöhnt und wurde auch echt gut angenommen. Und ja, ne, so eine kleine Hilfe. Und wenn ich euch dann zu viel laber, einfach weiter. Nicht aufregen, einfach weiter. Oh, mag ich den. Das ist ein toller Blush, Leute. Kann ich euch so empfehlen, weil der so frühlingshaft ist vom Farbton her allgemein. Also die Farbe High and Dry, ne? Ist eine schöne frühlingshafte Farbe. Aber außerdem ist er so anschmiegsam und überhaupt nicht. Also der setzt sich jetzt nicht ab. Ich habe jetzt überhaupt keine Puderschicht oder sowas auf dem Gesicht, keine sichtbare, ne? Auch wenn ich so nah rangehe, sehe ich das nicht. Das sieht so schön aus. Das ist Hammer. Und ich habe echt nicht wenig aufgetragen gerade. Der lässt sich schön aufbauen. Und ja, jetzt kommt noch der Sonnenbrandeffekt auf die Nase. Nicht, dass es gerade draußen übelstes Wetter bei uns ist, aber doch, ist es. Nächste Woche soll es wieder schöner werden. Wir haben es heute. Was ist heute für ein Datum? Der 10.04. Oh, wir müssen noch meine Schwiegermama in Spee anrufen. Die hat nämlich Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und auch der beste Kumpel von meinem Freund. Die müssen wir nachher nochmal anrufen und gratulieren. Ja, wo war ich? Genau. Und nächste Woche soll halt schönes Wetter werden, aber jetzt gerade haben wir echt Aprilwetter vom Feinsten. Okay, das ist der Blush und der sieht doch schön aus. Leute, ne? Hammer. Ja, cool. Also auch schönes Verpackungsdesign, das ist... Können andere echt einstecken, ne? Also, von der Qualität her ist es echt schön. So, Highlighter. Yay, ich freue mich. Okay, da habe ich den Metallic Glow Highlight. Mhm, das schreit ja nach Kabuff Kabam, ne? Goldene Verpackung. Ich habe die Farbe So Low mir ausgewählt. Auch da war es irgendwie für mich jetzt nicht so leicht, muss ich sagen. Weil dann teilweise die Beschreibung von der Farbe anders war als das, was man dann quasi an dem Model gesehen hat oder von dem Produkt selber. Aber ich habe mich offensichtlich für den richtigen entschieden, denn das ist so ein schöner Champagnerfarbener mit einem leichten Rosé-Stich, würde ich das jetzt einfach mal bezeichnen. Aber ganz leicht. Ganz, ganz leicht. Jetzt nicht so super intensiv. Das gleiche Pressing wie auch bei dem Blush. Jetzt intensiv reingegangen, aber ich habe jetzt nicht super viel am Finger. Das sieht eher nass aus, ne? Gucken wir mal. Nass wäre ja positiv. Ja, ich sehe jetzt hier auch keinen groben Glitzer. Hoffen wir mal, dass es auch auf dem Gesicht so bleibt. Welchen Pinsel nehmen wir denn dafür? Da ist ja noch allerhand Auswahl. Ich könnte jetzt ja schon mal mit so einem kleinen Fächerpinsel anfangen. Die verwende ich ja eigentlich nie, aber vielleicht macht das Sinn. Mal gucken. Ich gehe mal ordentlich rein. Nö, da kommt ja nicht so viel, ne? Nö, das ist mir zu wenig. Wenn ich jetzt, ja, das fühlt sich auch sehr cremig an. Da musst du eigentlich auch einen etwas festeren Pinsel für nehmen. Ach, guck mal, ich hätte ja auch noch einen Blushpinsel gehabt. Da dumm. Nehme ich jetzt den Blushpinsel als Highlighterpinsel? Ja, warum eigentlich nicht, ne? Der sieht jetzt so aus. Wie gesagt, da muss ich noch mal ein bisschen an den Fäden entlang gehen. Er fühlt sich aber gut an. Also das muss ich sagen. Er fühlt sich weich und angenehm an. Jetzt gehe ich mal ordentlich in den Highlighter rein, um ihn aufzutragen. Ja, jetzt kommt er. Mhm. Man braucht halt einfach einen etwas fester gebundeneren Pinsel, wenn die Textur vom Highlighter so ein bisschen mehr ins Cremige geht. Ne? Da
brauchst du keine sanften Fächerpinsel. Die sind super geeignet, wenn du einen sehr pudrigen Highlighter hast und du schon, ja, wenn du mit dem Pinsel nur durchgehst und dann hier so halt quasi was aus dem Fännchen rauskommt, ne? Dann hast du einen pudrigen Highlighter, dann bietet es sich an, einen Pinsel zu nehmen, der halt auch ein bisschen breiter gefächert ist oder halt nicht so intensiv gebunden ist. Bei so einem Highlighter wie hier, der sich sehr cremig anfühlt, einen etwas dickeren Pinsel nehmen, ne? Dicker gebundeneren Pinsel. Da muss, ja, jetzt nicht hier so, ne? Der ist jetzt sehr breit auch, ne? Aber halt einen fester gebundeneren Pinsel, um das Ganze schöner auftragen zu können. An der Seite sieht man jetzt nicht so viel, weil die Lichter nicht so von der Seite scheinen. Ja, aber ich habe jetzt eigentlich ganz gut auf beiden Seiten aufgelegt, um das mal so zu sagen. Jetzt gucke ich mir das mal aus der Nähe an. Wahnsinn. Nee, kein grober Glitzer, Leute. Was ist das bitte? Warum habe ich mir das... Man weiß nicht, warum ich mir das vorher nicht gekauft habe. Wahrscheinlich, weil ich so ein bisschen auch vor den Preisen zurückgeschreckt bin und gesagt habe, ah, Qualitätsvermutungseffekt. So dieses typische... Weil nichts kostet, kann nichts sein, ne? Ja. Aber wir sehen ja auch sehr häufig in der Drogerie, bei Essence, bei Catrice, dass man da sehr falsch liegt, ne? Krass. Ja, da muss ich noch den perfekten Pinsel für finden. Aber ich habe einiges an Pinseln da, das heißt, da wird sich schon der richtige Pinsel für finden. Aber so, ich sehe so gut aus von der Base her. Also das ist eine schöne Base, es gefällt mir unfassbar gut. Ich habe nicht dieses klassische super Weiße unter den Augen. Alles ist schön miteinander verschmolzen. Und Leute, ich habe ja noch kein Setting Spray oder Fixing Spray zwischendurch genommen, was ich ja normalerweise so nach den cremigen Texturen nehme. Habe ich eben vergessen. Trotzdem sieht das alles so flawless und natürlich aus. Und das gefällt mir gerade so gut. Was, ey? Ja, Mann. Unglaublich hier. So, Augenbrauen. Da habe ich mir die Farbe Blond mitgenommen von einem Skinny Brow Pencil. Auch bei Augenbrauenstiften hat She Glam eine sehr, sehr große Auswahl. Also auch verschiedene Modelle, ne? Verschiedene, je nachdem, was man so haben möchte. Huch. Und ich habe mich halt für so einen ganz klassischen entschieden, der halt so mit so einem Spoolie ist und zum Hochdrehen. Und ja, das hat mich am meisten angesprochen. Wir schauen mal. Ja, das Pulli ist schon mal nett, ne? Da kommt meine Augenbrauen in Form. Da kann ich euch auch immer noch empfehlen, erstmal hier die Augengeschichten mit dem Spoolie auch wegzumachen. Augenbrauen-Serum, so, von Grande Brow. Das gibt es bei Purish. Mit Claudies Welt 15 bekommst du auch noch 15% Rabatt. Ja, es ist ein Augenbrauen-Serum, was nicht günstig ist, aber es ist endlich mal eins, was macht. Ja, denn bei mir macht es wirklich was und ich bekomme halt mittlerweile echt Augenbrauen. Das feiere ich. Ja, hallo. Das ist eine Farbe, die mir gefällt. Und der gibt schön Farbe ab. Doch, das feiere ich. Das mag ich gerne. Eine schöne Farbe. Und auch jetzt immer noch, mein Look sieht nach wie vor relativ natürlich aus. Mir gefällt, was ich sehe. Und ich bin begeistert. Krass. Krass, krass, krass. So, 24 Hours Brow Setter, ne? Denn ich habe kein Augenbrauen-Gel mir von She Glam bestellt. Das hier liegt übrigens da gerade. Seht ihr den? Ah, nicht wirklich, ne? Er schnarcht. Also solltet ihr gerade komische Hintergrundgeräusche wahrnehmen, ich habe ihn in den Schlaf geredet. Okay, ja, das ist eine Geschichte auf meinem Gesicht gerade, die mir extrem gut gefällt. Also alles ist on fleek. Mega. Zwei Lidschattenpaletten habe ich. Das ist einmal die Spring It On und die Spring It On. Einmal die Clover Palette und einmal die Bloom Palette. Beide haben meinen Namen gerufen. Beide waren, glaube ich, die Limited Editions jetzt vom Frühling oder so. Ich weiß es nicht. Und da habe ich bei beiden gesagt, na gut, komm. Wenn du so lieb fragst, ich nehme dich wohl mit. Und die Lidschattenpalette, die die liebe Nina ausprobiert hat, hat so gut performt. Also, kannst nicht nein zu sagen. Das fühlt sich richtig schön an. Also Colourpop kann einstecken. Und das hier bekommst du auch einfach so. Colourpop nicht wirklich. Und das hier ist, glaube ich, viel günstiger. Du hast natürlich keinen Spiegel mit dabei, aber das ist ja auch umweltfreundlicher, ne? Das wissen wir ja mittlerweile. Wir haben neun Farben hier in dieser Palette, die halt sehr in das grünliche Design gehen. Ich denke, ich mache eine Kombi aus beiden Paletten. Und als allererstes blende ich euch mal Swatches ein. Von den neun Farben haben wir fünf matte Farben und im Prinzip vier schimmernde Töne. Wobei einer, und zwar dieser ganz helle, eher ein Topper ist oder so ein richtiger Highlighter-Ton.
Ja, qualitativ geht das, ne? Also diese die ersten Mattentöne, die ich hier geswatcht habe, gehen im Swatch, also hier diese drei, ne, die gehen im Swatch eher so in die pastellige Richtung, wobei die beiden doch definitiv intensiver pigmentiert sein werden. Die drei Schimmertöne fühlen sich extrem cremig an, während dieser Ton hier oben etwas trockener ist. Die andere Palette, die ich habe, ist ja die Bloom-Palette. Auch die sieht so schön aus. Und die sind so groß, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Wir haben hier drin 13,2 Gramm. Das ist super viel. Und die fühlen sich geil an. Also hochwertige Verpackung, nicht wackelig oder so, ne? Ich bin gerade einfach nur mal ein bisschen beeindruckt. Und habe hier immer noch Stains an meinen Fingern und versuche das hier am Handtuch gerade sauber zu machen, aber es will nicht abgehen. Tolle Farben, ne? Also das ist auch Frühling pur. Und auch da mache ich euch jetzt mal ein paar Swatches. Auch hier haben wir wieder 5 matte Töne mit dabei und 4 Schimmertöne. Wobei hier die Besonderheit ist, gut, hier bei diesem matten Ton, das ist ein richtiger Settington für mich, dass wir bei dem Ton und bei diesem Schimmerton, bei den beiden, so einen richtigen Duochrome-Effekt haben. Also das ist ja auch mal richtig geil. Wobei ich glaube, dass dieser Ton von der grünen Palette auch ein Duochrome sein könnte. Also das ist eine schöne Color Story bei beiden Paletten. Das ist echt gut überlegt und gefällt mir auch. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Palette ich nehmen möchte, weil ich beide so geil finde. Also ich möchte definitiv diesen Limetten-Grünton verwenden. Das steht außer Frage. Aber auch einige Duochromes aus der roten Palette. Ich bastel da mal was. Okay, Leute, ich habe gerade noch mal gegoogelt. Sheet Glam ist tatsächlich cruelty-free. Jedenfalls schreiben die das auf ihre Homepage. Finde ich Hammer. Okay, ich beginne jetzt mit dem Ton Unspoken. Das ist der aus der roten Palette. Also über diese Pinsel müssen wir echt noch mal reden. Das ist ja unglaublich, wie viele Haare da abstehen. Aber das Frisieren der Pinsel mache ich dann demnächst mal. Und ja, dann sette ich erstmal hier meine Base. Ich habe zwar keine Lidschatten-Base drauf, aber ich hatte ja auch den Concealer dahin gegeben. Denn wenn ich das mache, kann ich nachher besser die Lidschatten verblenden. Für alle, die sich fragen, was ich hier veranstaltet habe, ich habe mich mit einer Pinzette gekniffen. Hat gut funktioniert, ne? Wollte Augenbrauen zupfen und habe es leider nicht ganz hinbekommen. Und hier ist ein Pickel. Ja. Mr. Fried ist ein Wanderfreund von mir, wenn man das mal so sagen darf. Ja. Mit so einem Blendepinsel aus dem Pinselset nehme ich den Ton Love Bites auf. Das ist so ein dunkler Aprikot-Ton. Dunkler Aprikot, Rosenholz. Ja gut, da kriege ich jetzt ein bisschen Kickback im Pfännchen, aber das ist nicht schlimm. Den setze ich mir ein wenig in die Lidfalte rein. Der ist sehr pudrig, lässt sich aber ganz gut auftragen. Und auch der Pinsel fühlt sich an, als würde er nur so mein Augenlid streicheln. Jetzt nehme ich mir so einen Shader-Pinsel, der ist ein bisschen fluffiger, und gehe in der grünen Palette in den Ton Country Club. Das ist so ein schönes Grün, was sehr schön aussieht. Also so ein sattes Grün. Da kriegst du auch gut was auf deinen Pinsel. Und das wollte ich mir hier außen hinsetzen. Oh, Pigment. Dann nehme ich mir hier den Ton Make It French. Das ist so ein Violett und immer auch den gleichen Pinsel. Den habe ich gerade so ein bisschen am Handtuch neben mir sauber gemacht. Den trage ich mir auf meinem beweglichen Lid auf. Also quasi hier so ein bisschen und dann auch so ein bisschen auf dem Zentrum. Auch wieder mit diesem fluffigen Pinsel, weil das sollen im Prinzip auch nur Untertöne sein für die Schimmertöne, die ich nachher drüber setze. Grün und Lila sind jetzt eigentlich nicht so unbedingt die Farben, die man miteinander kombiniert, weil wenn man die miteinander vermischt, werden sie halt braun. Und das wollen wir nicht. Aber auch wenn sie ineinander übergehen, also wenn sie sich ineinander hier verblenden am Übergang, geht das noch klar. Und in mein inneres Drittel gebe ich mir den Ton Sunday's Best. Ja, das Beste am Sonntag. Das ist dieser ganz helle Türkiston. Und der kommt hier in den Innenwinkel, in das innere Drittel, sodass ich mit den Farbübergängen so ein leichtes Halo Eye mehr oder weniger mache. Aber dadurch, dass ich hier innen nicht allzu dunkel bin, ist es trotzdem noch so ein kleines Highlight. Dann gehe ich wieder in Love Bites für die Lidfalte, um da halt so ein bisschen klarere Definitionen noch hinzubekommen. Blende das auch noch ein bisschen nach ganz außen mit diesem
Unspoken aus, dass es halt ein ganz, ganz softer Übergang ist. Also ich muss sagen, so viel Kickback im Pfännchen oder so habe ich gar nicht. Das lässt sich alles schön verarbeiten. Das ist eine ganz feine Kiste hier gerade. Gefällt mir wirklich richtig gut. Bin ganz echt begeistert. Dann habe ich hier noch einen fester gebundeneren Shader-Pinsel. Das ist dieser hier. Ich glaube, den nehme ich für den unteren Wimpernkranz. Und da gebe ich mir einen schönen, satten Grünton auf. Und zwar, dann nehme ich Braun oder Grünbraun oder alles. Und zwar gehe ich in die Farbe Country Club, das ist dieser Ton hier. Dippe ich jetzt mit dem Pinsel so ein bisschen rein und gebe mir das einfach an den unteren Wimpernkranz. Kann das dann auch hier außen so ein bisschen schon verbinden, dass es dann auch so übergangsmäßig passt. Ich hatte jetzt erst überlegt, mir dieses Derby, dieses Braun auch noch irgendwie damit reinzugeben. Aber eigentlich finde ich das so ganz cool, ne? Wenn ich das eben nicht mit noch Braun mit drin habe. Nö, lassen wir es so schön bunt. Ja, jetzt kommen wir auf die aufregende Seite der Macht. Und zwar verwenden wir zuallererst den Ton, den ich einfach haben will. Das ist Lime Spritz. Das ist dieser hier. So ein geiler, schimmernder Apfelgrünton. Hammermäßig, hammermäßig. Oder Grasgrünton, ja. Und dann nehme ich jetzt hier so einen ja sehr festgebundenen Lidschattenauftragepinsel. Das ist dieser hier. Da hoffe ich nämlich, dass ich die cremige Textur auch aufgenommen bekomme und das nicht mit dem Finger machen muss. Oh ja, geht auf jeden Fall auf den Pinsel. Den möchte ich nämlich im inneren Drittel haben. Lässt sich auftragen, aber ich finde es jetzt nicht hundertprozentig optimal. Also man muss schon schichten, aber ich finde den Ton so geil. Guck mal, wie der leuchtet. Ich kriege dadurch gerade auch echt Fallout. Ich möchte aber wirklich das auch mit dem Pinsel versuchen, ne? Das Farben sich mit dem Finger auftragen lassen oder mit einem angefeuchteten Pinsel, das ist irgendwie klar, aber mit dem Pinsel ist nochmal so eine kleine Herausforderung für die Farben. Komm, wir gucken mal mit dem Finger, wie das aussieht. Ja, das geht viel, viel schneller und einfacher, aber es ist halt dann nicht so präzise, ne? Ja, komm, mit dem Finger geht das immer. Ha, okay. Auf mein Zentrum gebe ich mir den Ton Melrose. Das ist aus dieser Ton, aus dieser Palette, dieser Duochrome, der so pinky ist und rosa und peachy. Und das mache ich jetzt mal direkt mit dem Finger, weil, ne, ist so. Der kommt hier auf mein Zentrum, auf das mittlere Drittel. Da hast du halt ungefähr gar kein Unterfarbgedönsen. Also den finde ich jetzt echt doof. Ne, der ist mir zu wenig. Der ist mir viel zu wenig. Nehme ich lieber den Ton Shy at First. Das ist dieser rosé-stichige Champagnerton. Wobei, da kriegst du auch nur Glitzer aufs Auge. Nein, der ist auch nicht so schön. Nee, der ist mir zu gräulich. Mir fehlt da irgendwie die Farbe gerade. Schade. Komm, wir probieren Pixie Dust. Das ist dieser hier. Ich habe jetzt natürlich schon richtig viel Schimmer auf dem Auge. Auch das ist ja so ein Duochrome-Ton. Und den nehme ich auch mit dem Finger auf. Der ist wirklich schön, ne? Gucken wir mal, ob der möchte. Na, schon eher. Da kriegen wir auf jeden Fall jetzt mal ein Tönchen, ne? So, und in mein äußeres Drittel setze ich mir Money Honey. Das ist dieser dunkle, fast schon petrolfarbene Schimmerton. Möchte ich aber wirklich nur hier außen so ein bisschen hintupfen. Nicht zu intensiv. Und der krümelt mir gerade in alle Richtungen, aber na, genau. Einfach nur so drüber toppen. Ich bin gerade sehr, sehr froh, dass ich mir beide Paletten geholt habe, denn so sehe ich, dass die grüne Palette richtig, richtig abgeht und toll ist. Aber die rote, na, nicht so ganz mein Fall. So, jetzt habe ich noch den Ton Hint of Mint. Das ist ja eigentlich eher so ein Topperton, aber den nehme ich jetzt auch wieder mit diesem sehr schmalen Shader-Pinsel auf. Denn den möchte ich mir in meinen Innenwinkel geben. Ui, der ist aber holographisch unterwegs, du. Richtig geil. Das passt natürlich jetzt zu diesem Look, zu dem krassen Limonengrün. Geil, das leuchtet. Das finde ich schön. Und hier gefällt mir der Pinsel auch richtig gut, weil man da toll präzise mit arbeiten kann. Ne? Der hat echt die gute Form. Die gute Form für den Innenwinkel-Highlight.
Ich lasse den unten nochmal so ein bisschen in den anderen Ton mit reinlaufen, dass ich da auch so einen Übergang habe. Der Wahnsinn in Tüten. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, mir den auch als Augenbrauen-Highlight aufzugeben, aber ne? So jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Mache ich hier nur mit den Resten vom Pinsel. Sehr kühl, aber es geht. Es ist jetzt nicht grün, ne? Ich finde leider, dass dieses Limonengrün jetzt nicht so unbedingt zum Look passt, aber es passt zum Innenwinkel-Highlight, es passt zu dem Außending. Das in der Mitte passt jetzt nicht so ganz dazu. Schade. Naja, egal. Aber es ist ein geiler Look und ich werde ihn gerne tragen und mich damit wohlfühlen, ne? Ja. Wenn ich euch eine Palette empfehlen könnte, die wäre es definitiv. Jetzt habe ich einen Eyeliner. Da ist noch ein bisschen Puder drauf. Das ist der Waterproof Liquid Eyeliner. This color is named Cool Black, steht hier drauf. Long lasting and smudge proof. Da bin ich ja mal gespannt. Langanhaltend und abstempelfest, reibfest, verwischfest ist smudge proof, glaube ich, ne? Der fühlt sich extrem schwer an, also sehr, sehr hochwertig. Gefällt mir. Hat eine Kugel drin, gefällt mir auch. Hat eine Filzstiftspitze, die auch so... so ein Schwämmchen ist. Und die ist spitz, aber nicht zu spitz. Und das geht vollkommen klar, finde ich. So mal geswatcht. Macht das auch erstmal einen guten Eindruck, ne? Ja, sogar sehr gut. Und dann geht's los. Ich bin sehr gespannt. Der gibt aber... Also ich meine, gut, ja, wenn du Eyeliner das erste Mal verwendest, ne, dann geben die meistens richtig krass Farbe ab. Aber der macht das schon direkt sehr, sehr gut. Ist jetzt nicht super fein, aber schön, ne? Noch sind wir noch nicht fertig, Claudia. Auch das Eyeliner ziehen, also das Wingfeeder, hat auch ganz gut funktioniert. Nächstes Auge. Also, ne? Das hat gut funktioniert, das hat mir gefallen, das ist ein schöner Eyeliner, ich kann den empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Haltbarkeit ist von dem Produkt an sich, sprich, wie lange du was von dem Produkt hast, aber es fühlt sich richtig gut an, es fühlt sich angenehm an, es fühlt sich toll an, es fühlt sich gut an, ich habe damit gut arbeiten können. Was soll ich da groß zu sagen, ne? Wahnsinn. So, jetzt muss ich aber mal so langsam mein Gesicht setten und fixieren. Da nehme ich hier Essence My Power ist eher. Da sind ja so schöne, ne? Oh, was fein. Rosenquarzviecher drin. Weil so langsam, ne? Sollte ich mal anfangen, mein Setting Spray zu verwenden. Nehme jetzt das Schwämmchen, um dann das nochmal einzuarbeiten, damit sich die Texturen wirklich besser miteinander verbinden können. Und on top gebe ich mir halt, damit das Ganze auch wirklich fixiert wird, das Urban Decay All Nighter Fixing Spray. Das ist so ein Festtacker Spray, genauso wie dieser 24 Hours Brow Setter ein Festtacker Augenbrauen-Gel ist. Also das hilft halt wirklich, dass mein Make-up an Ort und Stelle bleibt und ich habe noch einiges vor heute. Es sind auch viele Kartons hier, die ich alle noch auspacken möchte mit euch zusammen. Mal gucken, wie viele Videos ich tatsächlich hinkriege und wie lang meine Nachtschicht wird, denn es ist schon 17.46 Uhr. Läuft! Schön. So, Wimpern biegen. Dann nehme ich meine Brushworks Wimpernzange. Mascara habe ich hier, die She Glam All-in-One Volume and Length Mascara. Ich habe euch schon wieder getreten, es tut mir leid. Das ist mal ein etwas anderes Packaging als das, was alle anderen jetzt so hatten. Ne? Das sieht sehr floral aus. Bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Stay Wild. Ich weiß nicht, ist das eine LE gewesen oder sowas? Die sieht echt spektakulär aus. Die hat nämlich zwei verschiedene Mascaren. Und das ist diese hier. Voll cool, ne? So sieht das aus. Dann haben wir auf der einen Seite Black. Ist, glaube ich, beides Black, ne? Weiß ich. Einmal so ein erdnussförmiges Bürstchen. Also quasi Kunsthaarbürstchen, vorne dick, hinten dick, in der Mitte enger zusammengehend. Riecht nach nichts, nach gar nichts. Wahnsinn. Habe ich jetzt meine Nase schwarz gemacht? Nein. Und auf der anderen Seite haben wir ein Gummibürstchen. Und genau das ist es, wie ich das auch aktuell verwende. Erst ein Gummibürstchen von der Mascara und dann mit einem Bürstchen von einer Mascara, die ein Faserbürstchen hat. Schaut so aus, ist ein bananenförmiges Bürstchen und halt ein Gummibürstchen. Geil, oder? Riecht auch nach nichts. Also die riechen nach weniger als so viele andere Mascaren. Und ich finde, Mascara muss auch nach nichts riechen. Manchmal müffeln sie. Das wollen wir nicht. Das ist blöd. Und jetzt platziere ich mich mal ordentlich
und trage dann erst die Gummibürstchen-Mascara in einer Schicht auf und alles, was danach kommt, dann die Faserbürste. Also ich glaube, insgesamt mache ich dann auch 3 Schichten. Wir gucken mal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Das ist ein wirklich tolles Ergebnis, Leute. Ich komme mal näher ran und zeige euch das wirklich mal von nahem. Länge, Volumen, Fülle. Das ist der Hammer. Also die Mascara-Patzer machen wir gleich noch zusammen weg. Aber was ist das bitte für eine Mascara? Ich komme da nicht drauf klar gerade, weil die mir richtig schöne, heftige, aber getrennte, lange Wimpern gegeben hat. Ich habe durch das Wimpernserum Grande Lash von Grande Cosmetics von Purish, Code Claudies Welt 15, 15% Rabatt, ne? Habe ich halt per se schon lange Wimpern bekommen. Aber die Mascara holt halt wirklich noch einiges mehr aus meinen Wimpern raus. Und was habe ich jetzt bitte für Klimperwimpern? Das ist so. Man hätte es gar nicht unbedingt gebraucht, ne, dass ich jetzt so super viel Produkt auf den Wimpern drauf habe. Das hätte ich gar nicht haben wollen zu dem Look tatsächlich. Dieses feine Feather-Brows nennt man das, glaube ich. Ich weiß es nicht. Feather, nicht Feather-Brows, Feather-Lashes. Ne? Dieses feine, geschwungene, getrennte gefällt mir enorm gut. Also da ist nichts verklebt und nichts. Hier überhaupt Patzer? Nee, eigentlich nicht. Hier unten ein bisschen was. Kann man nämlich super, wenn es angetrocknet ist, mit dem Spoolie einfach wegmachen. Auch das ist in diesem Pinselset mit drin. So ruinierst du dir halt nicht deinen Lidschattenlook oder so. Du kannst damit halt einfach ein paar Mascara-Patzer wegmachen. Was hier gerade nicht so gut funktionieren will. Okay. Und creasenden Concealer kann man damit retten. Lippengeschichten kann man damit retten. Also so ein Spoolie gehört für mich fix in ein Pinselset rein. Da hat es jetzt gerade nicht so funktioniert, weil da ist es wirklich volle Elle eskaliert. Aber also ich bin gerade hin und weg von diesem Augenlook. Ne? Das ist Hammer. Auch von der Base und allem Kram, aber wir sind ja noch nicht ganz fertig. Wir haben ja noch die Lippen vor uns und ich. Also die Mascara ist ein Hit, Leute. Ein Hit. Wie heißt sie nochmal? She Glam All-in-One Volume and Length Mascara. Ich verlinke euch aber auch alle Produkte in der Infobox. Ne? Mega. Doch, so, Lippenprodukte habe ich mir 5 Stück geholt, ne? Also 2 Lip Liner und 3. Ah, ja, weil ich online halt echt nicht wusste, welche Farbe ist jetzt die richtige, ne? Sehr hochwertig verpackt, das ist auch wieder diese matte Verpackung und dann so in so einem Aprikot, Altrosa. Gefällt mir wirklich gut. Das hier ist jetzt der Lip Liner in der Farbe Misty Rose 522. Wohin? Kann ich den swatchen? Hier. Oh ja, das ist ein schöner Rosenholzton. Fühlt sich auch angenehm auf der Haut jetzt gerade an. Also als ich den aufgezeichnet habe. Das ist schön schon mal. Dann habe ich noch die Farbe Momo Joe. Momo Joe ist so ein, übrigens, ne, beide so herausdrehbare Stifte. Ich kann den mal so swatchen. Okay, der unterscheidet sich jetzt farblich nicht so ultimativ. Dann habe ich Lippenprodukte. Den werde ich jetzt nicht verwenden. Den habe ich mir für so, wenn ich mal einen Special Look mache, habe ich mir den gekauft. Da habe ich echt gedacht, wie, warum eigentlich nicht, Claudia? Du möchtest ja ordentlich mal was zeigen. Dann musst du auch soweit mal haben. Ist die Farbe Poison Ivy. Sieht richtig toll aus. Vom Packaging erinnert mich das ein bisschen an Lancôme, glaube ich, ne? Haben die nicht auch solche Lippenstifte, wo du oben drauf drückst und dann kommt er unten raus? Ja. Ja, der wird tatsächlich zum Look passen, ne? Aber den trage ich den jetzt? Dann habt ihr es ja schon im Thumbnail gesehen, ne? Es ist einfach ein Grün. Ein richtig krasses, sattes Moosgrün. Würde mich mega eigentlich auch interessieren, den mal auf den Lippen zu sehen, ne? Also zu so einem Look. So ein Lippenstift? Eigentlich passt das, ne? Mal gucken, wie verrückt ich bin. Geil. Dann habe ich hier noch die Farbe Birthday Lips. Birthday Lips, genau. Ich glaube, das war ein Lip Gloss oder Liquid Lipstick. Take a Hint Lip Tint. Take a Hint Lip Tint, okay. So schaut er aus. Sehr schön pastellig. Sehr zurückhaltend, sehr eckig, sehr schön.
Alles, überhaupt kein Duft. Null. Kommt hier mit so einem Applikatorfüßchen und ich glaube, das war ein matter Liquid. Nee, das war ein Lipgloss. Okay. Das ist ein Lipgloss in so einem schönen Nude. Das ist wirklich etwas, was so ein Claudie Allerweltston trage ich ständig. Liebig Ton ist, aber das ist alles ohne Duft ist. Ne? Das finde ich schon krass, gerade bei Lippenprodukten, da hast du immer irgendwas dabei. Und dann habe ich Starlight Velvet Lipstick, das ist dieser hier. Das ist mal ein Verpackungsding, aber das fühlt sich sehr, sehr billig an. Ne? Ja, bin ich ehrlich. Und das ist halt auch so ein klassisches Nude. Ist auch ein Velvet Lipstick. Den kann man dann halt auch sonst sehr gut unter dem... Also, jetzt mal ohne Witz, ne? Wie verrückt bin ich jetzt eigentlich? Ich könnte theoretisch fast alle Produkte, also einen Lip Liner, den Lippenstift und den Lipgloss zusammen auftragen, um euch das zu zeigen. Oder das Grün. Oder ich trage das Grün kurz auf, dass wir uns einfach mal angucken, wie es aussieht, weil wir sind ja investigative Make-up-Journalisten, ne? Dann schminke ich mir das nämlich kurz ab. Macht das aber auch nicht so ganz akkurat dann, Leute, ne? Wir machen jetzt mal was Verrücktes einfach zusammen und wir schauen einfach mal, wie das dazu aussieht. Ich bin nämlich auch einfach mal neugierig. Wenn ich jetzt nicht nachher noch 5 Milliarden Videos drehen wollen würde, würde ich es auch einfach drauf lassen. Aber ich glaube, mit grünen Lippen kriegt man wieder so merkwürdige Kommentare, Leute. Ich habe jetzt eben ja Lippenpflege draufgegeben. Ich habe Angst. Also wie gesagt, ich habe das jetzt am Rand nicht so super akkurat aufgetragen. Weil ich das ja gleich direkt abschminke und so, sonst wäre ich da jetzt noch mit dem Pinsel an der Seite entlang gegangen, um das ein bisschen feiner zu machen. Aber wir wollen uns das einfach mal angucken. Also im Gesamtkonzept sieht es geil aus. Wirklich. Ich habe dadurch auch weiße Zähne. Und es fühlt sich sehr angenehm an. Der Lippenstift ist halt, findest du so selten. Schöne Lippenstifte in interessanten Farben, die aber nicht jetzt so ein Liquid Lipstick sind, die nicht so trocken sind, sondern die halt einfach irgendwie schön sind, ne? Also wir lassen uns von den Kanten nicht abschrecken. Wir gucken uns das einfach mal aus der Nähe an. Geht, ne? Ich finde die Farbe voll geil. Also für eine Party würde ich so rausgehen. Also wenn wir irgendwann mal wieder Party machen können, Leute, ne? Someday. Someday. Ich werde meinen Enkelkindern mal irgendwann erklären, was eine Party war. Okay. Okay. Egal. Das sieht... Also zu einer Party, du fällst halt direkt auf, ne? Das ist richtig geil. So, aber jetzt sind wir mal wieder so ein bisschen in diesem generellen Flow drin, machen das runter und gucken uns die ganz normalen anderen Produkte an, obwohl ich das mega schön finde, ne? Jetzt ist das schöne Grün wieder weg, ne? Ein schöner Lip Liner, ne? Ja. Auch der Lip Liner hat mir sehr gut gefallen. Jetzt gucken wir uns den Lippenstift an. Tada. Mhm. Der hat richtig Schimmer mit drin. Es funkelt so richtig auf meinen Lippen. Mhm. Sieht man das? Ich finde, dass man das sieht. Das funkelt in, also grober Glitzer, ja, aber das funkelt so richtig. Irgendwie ist es nice. Irgendwie ist es einfach mal was anderes. Ob ich die ganzen Glitzerpartikel gerne essen möchte, sei mal so dahingestellt. Aber er fühlt sich schön auf den Lippen an. Ich würde ihn tatsächlich auch eigentlich sogar so lassen. Da würde ich nicht unbedingt jetzt ein... Was rutsche ich hier eigentlich rum? Setz dich vernünftig hin, Claudia. Genau, ich würde ihn tatsächlich so lassen, auch wenn meine Lippen relativ trocken so aussehen. Ne? Aber so ist er halt haltbarer. Aber wir haben ja noch den Lipgloss, also geben wir den natürlich auch drüber. Fühlt sich aber angenehm an, weil es nicht zu austrocknet ist. Ne? Auch das passt. Das passt nicht so gut zum Look wie das Grüne, Leute. Nee, nee, da muss man ehrlich sein. Nee, nee. Ja, Beach Babe. Habe ich das eigentlich eben gesagt, dass das die Farbe Beach Babe ist? Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre der Birthday Lips gewesen. Jetzt bin ich aber verwirrt. Hier steht drauf, doch, hier ist Beach Babe. Das hier ist Birthday Lips, ne? Ja, Birthday Lips. Birthday Lips. Trage ich vielleicht zu meinem Geburtstag am 22. Mai, wenn ich 32 Jahre alt werde? Man weiß es nicht. Genau. Lipgloss nehme ich. Hier finde ich übrigens nicht so schön, dass das Füßchen irgendwie so orange aussieht, während das Produkt so bräunlich aussieht. Der fühlt sich aber mega kühl an gerade. Voll angenehm. Der macht jetzt aber den Lippenlook sehr schwer. Gut, ich habe jetzt drei Lippenprodukte drauf. Ist klar, dass es sich ein bisschen schwerer anfühlt. Zieht keine Fäden, null. Und er, ja schon, er gibt Glanz und Pflege. Ziemlich wach geworden. Ne? Also schön sieht der aus, ja, schon. Wenn man das übrigens so hat,
kleiner Tipp von mir, dass du mit so einem Lipgloss, der in einer anderen Farbe ist als dein Lippenprodukt, über deinen Lippengedönsen gegangen bist, würde ich das so nicht zurück hier reinstecken, sondern einfach vorher kurz am Handtuch abstreifen. Das hat auch ein bisschen was mit Hygiene und so zu tun, ne? Also am Handtuch oder am was auch immer, sodass es halt sauber ist und dann wieder reinstecken. So verfärbt sich nämlich auch nicht dein Lipgloss. Ne? Wenn du zum Beispiel einen klaren Lipgloss hast, ist es immer ein bisschen blöd, weil du möchtest es ja schon irgendwie zum Toppen über irgendeine Farbe drüber geben, aber dann hast du ja noch das andere Produkt mit dran und dann hast du irgendwann einen nicht so schön aussehenden Lipgloss mehr. So. Genau, jetzt zoome ich euch mal ein bisschen raus und zeige euch, was ich mir noch gekauft habe bei Shein, falls es euch interessiert. Ansonsten könnt ihr abschalten, ne? Können wir bitte drüber reden, wie süß das gerade aussieht? Och, Mausi. Ich glaube, er muss raus. Aber noch 5 Minuten warten, Mausi. Noch 5 Minuten. 5 Minuten noch. Und zwar habe ich mir Kissenbezüge bestellt. So für unser Wohnzimmer, fürs Schlafzimmer vielleicht auch, aber eigentlich hauptsächlich fürs Wohnzimmer. Und zwar haben wir da 2 etwas kleinere Kissen und 2 etwas größere Kissen. Also ne, nicht wirklich groß oder klein, es sind halt ganz normale Sofakissen. Und mir gefiel es halt nicht mehr, zum einen, dass wir nur einen Satz Kissenbezüge da hatten und zum anderen gefällt mir das nicht, weil das alles grau ist, alles Ton in Ton. Und ich wollte einfach ein bisschen Farbe reinbringen. Deswegen habe ich mir grüne Kissenbezüge bestellt. Und zwar habe ich hier zuallererst so einen Kissenbezug. Es riecht übrigens alles null. Ne? Also das ist nicht dieser chemische Geruch und ich habe eben erst die Sendung bekommen. Das ist so ein richtiger flauschig gestreifter Kissenbezug. Ich finde, der sieht schön aus und ist ein tolles Grün. Das schreit für mich auch ein bisschen nach Frühling. Gleichzeitig kann man das aber auch schön im Winter drauf machen. Hat dann so eine schöne flauschige Oberfläche, da habe ich 2 Stück von bestellt und mega geil, kommt auf jeden Fall jetzt gleich in die Waschmaschine, denn heute ist Waschtag. Dann habe ich einen bestellt, da habe ich mir auch 2 von bestellt. Der fühlt sich so ein bisschen so an, wenn ich meinen Kopf drauf lege, dass nachher meine Haare elektrisiert sind, aber irgendwie ist er schon sehr, sehr weich. Und hier steht drauf The Life. Auf dem hier. Ich glaube, auf dem anderen steht was anderes drauf. Und ja, das ist so eine Mikrofaseroberfläche von beiden Seiten halt, ne? Fühlt sich echt schön an. Also als Sofakissenbezug kann ich mir das sehr gut vorstellen. Diese Blätter da drauf gefallen mir, weil wir ja wirklich hier auch in der Natur wohnen, wie auch immer man das sagen kann. Also wir haben hier sehr viele Wälder in der Gegend. So, und dann habe ich hier den anderen. Ne, da steht auch The Life drauf. Okay, ich dachte, da würde jetzt The Life is Beautiful oder sowas draufstehen. Da sind aber schöne Kissenbezüge, oder? Ich mag das gerne. Und wir haben halt den modernen Landhausstil bei uns. Das ist alles sehr, eigentlich schlicht rustikal, mehr oder weniger, und leicht modern mit dabei. Ja, und da wollte ich jetzt so einen kleinen Farbtupfer setzen. Auch unsere Gardinen haben so ein bisschen, also die sind weiß, aber die sind so ein bisschen auch mit einem leicht grünen Muster durchzogen. Deswegen passt da echt viel zu. Dieser Kissenbezug fühlt sich auch sehr ähnlich an zu dem, den ich jetzt gerade gezeigt habe, aber ein kleines bisschen flauschiger. Und da haben wir dann auch einfach so ein ganz klassisches Blatt- und Grasmuster. Finde ich auch schön. Auf der anderen Seite ist es, ne, wie bei dem anderen auch, einfach weiß. Und auch das schöner Druck. Also das ist, ich habe She Home oder wie auch immer das heißt, gar nicht so auf dem Schirm gehabt für mich, weil ich ja halt durch die Kooperation mich mehr so auf die Kleidung fokussiert hatte. Aber da ich dann ja auch die Beauty-Produkte gesucht habe, bin ich ja auch durchgeskippt und habe dieses She Home entdeckt. Und da wollte ich jetzt zuallererst mal die Kissenbezüge ausprobieren und irgendwann vielleicht auch mal ein paar Gadgets oder so. Und dann habe ich mir noch Kissenbezüge bestellt, die fand ich so schön. Das sind so richtige flauschige Kissenbezüge. Die Kamera dunkelt gerade extrem ab, aber das ist ein richtig schönes Creme-Weiß. Da muss ich gucken, wie das nachher die Waschmaschine übersteht, aber ich mache das einfach in den Schonwaschgang rein. Und alle sind auch mit Reißverschlüssen. Wie gesagt, es riecht nicht. Das ist total klasse. Gut, das glänzt jetzt sehr. Man sieht schon, dass es sehr künstlich alles ist, also sehr polyestermäßig. Aber ich glaube, wenn man da so Mittagsschlaf drauf macht, ist schon geil. Oder wenn man einen Film guckt und dann vorm Fernseher einschläft. Ich weiß nicht. Waschanleitung.
Ja, bei sowas sind Reißverschlüsse halt auch immer schwierig, ne? Da hoffe ich, dass ich das nicht kaputt kriege. Egal. Ich gucke mir das nachher in Ruhe an. Das waren jetzt meine Kissenbezüge. Yay. Leute, ne? Ich kaufe mir manchmal auch einfach sehr praktische Produkte. Muss ja auch mal sein. So, und als Fazit zu Chic Glam, mega geil. Also kann ich wärmstens empfehlen. Die Foundation finde ich klasse. Ich habe überhaupt kein trockenes Gefühl im Gesicht, obwohl ich eine sehr, sehr trockene Haut habe. Ich finde, dass alles sehr harmonisch und flawless aussieht. Nichts ist fleckig geworden. Nichts sieht blöd aus. Wirklich nicht. Ich bin begeistert. Also Nina, vielen Dank, dass du das getestet und empfohlen hast. Ich gebe diese Empfehlung jetzt auf jeden Fall weiter, weil das ist der Wahnsinn. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, ob ihr die grüne oder die rote Palette nehmt, nehmt die grüne. Die ist viel geiler. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!